Bei uns im Dorf ist es so, also in der Türkei, dass auch jeder Zwangsheirat hat. Also sie können keinen finden, die sich geliebt haben und geheiratet haben. Und wenn von den Leuten, die jetzt Kinder haben, und wenn ich und meine Cousinen zum Beispiel in die Türkei gehen, dann gucken die uns so an, ah, das ist doch die Tochter von dem und dem, wir können die doch zu unserem Sohn haben, und dann gehen die zu unseren Eltern und sagen, ihr kriegt dieses Haus, ihr kriegt Gold, ihr kriegt so viel Geld, wir wollen ihre Tochter haben, damit sie mit meinem Sohn heiratet. Auf der Drehreise lernen wir immer wieder das Gesetz der Immigranten kennen. Der Himmel der Mädchen ist unter den Füßen der Väter, lautet ein türkisches Sprichwort. Die Welt der Frauen ist von der der Männer streng getrennt. Gerüchte über Frauen, die angeblich die Familienehre verletzen, können hier tödlich sein. Diese Straßen liegen in Deutschland, aber sie könnten auch in der Türkei, Albanien oder Kurdistan liegen. Haben Ihre Schwestern den Mann selber ausgesucht oder hat Ihr Vater den Mann? Also 60% hat der Vater mitbestimmt. Ja? Also die haben auch ja gesagt, sag ich mal, aber der Vater hat den ausgesucht. Das entscheiden die Mädels selbst und ja, ich bestimme. Darf deine Schwester einen deutschen Freund haben? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Ist so gemacht. Hätte sie auch einen Deutschen heiraten dürfen? Nee, das nicht. Warum nicht? Das hätte sie selber auch nicht gemacht. Warum? Weil wir so erzogen waren. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen jungen Mann oder so mit unserer Schwester sehen, er darf das nicht. So. Der Vater muss immer dabei sein oder Erlaubnis geben. Und dann, wenn wir sie erwischen in der Stadt oder so, dann gibt's Ärger. Dann kriegt der Deutsche wieder aufs Maul von uns Türken. Was? Dann kriegt der Deutsche wieder aufs Maul von uns Türken. Warum denn? Ist doch nicht so schlimm. Dann gehört sie nicht mehr zur Familie. Ja. Sie wird dann von uns Familie. Sie wird Ärger bekommen. Was heißt Ärger? Sie wird ganz von allem missachtet. Genau. Dann ist die Familienehre weg, wenn sie. Ja, dann ist sie genau. Familie.